Was machen Schweizer YouTuber, wenn sie keine Idee haben, aber trotzdem die einfachen Klicks machen wollen? Genau, ein Video über TikTok. Oder wie es der Mr. Elia schon in einem lyrisch hochstehenden Kommentar gesagt hat, Maelo reagiert auf TikTok-Videos, diese anderen köstlichen Klicks. Digga, ich schwöre. Wenn das Video nicht 10.000 Klicks bekommt. In diesem Video schauen wir ein bisschen speziellere TikToks an, weil ich habe über die letzten Wochen immer wieder Schweizer TikToks abgespeichert, die so enorm cringe sind, dass ich die euch einfach nicht vorenthalten kann. Das ist übrigens diese Woche die Cringe-Brille. Wenn ich diese Brille anlege, ist es sehr cringe. Wenn ihr aber mal Lust habt, dass ich so eine Nicht-Lachen-Challenge mache mit Schweizer TikToks, es gibt tatsächlich lustige Schweizer TikToks, dann gebt dem Video einfach mal ein Like und schickt mir die lustigen TikToks per Fax. So. Und schon kommt Licht in die Sache. Ja, es tut mir leid für alle Leute, die immer sagen, dass ich meine Kopfhörer nicht so abziehe. Aber wenn man das Video sieht, muss man die Kopfhörer definitiv abziehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach das Krokodil von der Wahrheit führen. Und wenn ich bei den ersten drei Versuchen den Zahn treffe, wo das Maul zugeht, dann muss ich eher auf TikTok folgen. Okay, let's go. Heute dürfen wir live bei einem Hundeeinsatz dabei sein. Boah, ich bin mega gespannt, was passiert. Let's go. Wir haben die Meldung bekommen, dass ein Rentner beim Spaziergang im Wald seinen Schlüssel verloren hat. Wegen dem gibt es einen Einsatz. Unser Diensthund Kuma versucht ihn jetzt zu finden. Zeige. Gute Tiere. Zeige. Sie hat etwas gefunden. Es ist der Schlüssel vom Rentner. Wenn ich nicht komplett dumm bin, dann meinte ich, dass man doch Hunde trainieren, dass sie irgendetwas finden, indem man ihnen etwas von dem zum Essen gibt. Oder bin ich komplett lost? Gebe ich dem Hund Schlüssel zum Essen? Auf jeden Fall war der ganze Einsatz nicht gestellt und auch ein sehr, sehr grosses Problem, dass jetzt der arme Rentner seinen Schlüssel im Wald verloren hat. Da muss man natürlich gerade den Hund rausschicken. Ich hoffe, ich werde nicht festgenommen, wenn ich jetzt hier irgendwelche Witze über die Polizei mache. FBI, open up! Glatten Eselhänder da! Da ist im Fall ein Hund. Ich rede ja mit dem Hund. Glaubt den Eselhändler da? Da ist im Fall ein Hund. Nein, ich rede nicht von Ihrem Hund. Ich rede von dem Zuschauer. Freestyler. Ich finde, ein Lied würde besser zu dem Video passen. Es ist extrem krass einfach. Ich habe heute meinen ersten Tag als Radiomoderator beim SRF. Hier haben wir es schwarz auf weiß. Es ist offiziell. Jetzt hoffen wir natürlich, das Ganze kommt gut. Ich bin ready. Ich habe heute am Boden geschissen. Draußen ist schönes Wetter. Ade miteinander. Okay. Immerhin noch besser als jede Moderation von Stefan Büsser. Ich frage dich trotzdem, bist du unser grösstes Schweizer Talent? Nein. Ich habe heute am Boden geschissen. Ganz ehrlich, wenn er schon am Viben ist, dann tun wir doch einfach mit Viben. Ich tue voll am Viben mit meinem Bro und du, hier daheim, sitzt einfach rum. Am Boden geschissen. Liebe Follower. Da ist sie wieder, unsere Lieblingspolizistin aus dem Thurgau. Leider muss ich das Projekt Live-Chat an diesem Punkt absagen. Ich bin jetzt schon zum dritten Mal aus dem Chat rausgerührt worden und kann dann nicht mehr mit euch schreiben. Offenbar kann man mich als User melden, damit ich gesperrt werde. Ich finde es schade, dass es auch da Leute gibt, die uns eine Strichwortrechnung machen. Ihr dürft mir eure Fragen natürlich via Instagram schreiben, dann versuche ich die so rasch wie möglich zu beantworten. Hebt euch Sorge und bis bald. Oh nein. Das tut mir jetzt ja mega nicht leid, Digga. Ich habe gesehen, dass es auf TikTok gerade der Trend gibt, wo man irgendetwas in seinem Haus zeigen muss, das niemand anders hat. Ist das für Spaß? Und dann habe ich gedacht, mache ich einfach mal mit. Und bei mir im Haus wäre das eine Maschine zum Schnaps brennen. Also, wenn irgendjemand Schnaps will, hit me up. Dir geht's mal no front, aber der hat ausgesehen wie ein richtiger Spaß. Und das TikTok ist safe nicht real gewesen. Als ob der daheim einfach so eine Schnapsbrennmaschine hat. So, wir laufen jetzt geschwind dafür. Yeah! Hast du immer wieder reingehen? Oh, schau mal, ich bin Schnaps! Hallo! Herzlich willkommen! Wo sind denn Sie? Ja, ein Mensch, von Zürich! Zürich? Ja. Ja, aber Nationalität? Ja, aus Kosovo ursprünglich, ja. Kosovo? Ja. Okay.
Grundsätzlich nicht gegen die Ausländer, aber meine Schwester ist auch mit dem Albaner zusammen, aber irgendwie, die, die sich nicht benehmen können, sind eigentlich einfach raus, oder? Ja, gut, sind natürlich nicht alle gleich, gell? Ja, klar, aber irgendwo durch schon, oder? Ja, Kultur vielleicht, aber generell eher weniger. Ja, ich kann mit dem Kavis nicht so anfreunden wie vorher, wenn ich hier in den Bergen nicht so viele von euch gestalten gesehen. Aber nichts gegen euch, oder? Nein, nein, ich nehme das ja nicht persönlich, gell? Gell? Okay. Ja. Ja gut, hey, hab's gut, gell? Ja. Tschüss. Ja, gell, ciao. Tschüss, ciao, ciao, tschüss. Das, meine Damen und Herren, ist ein typischer SVP-Wähler. Gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, außer können wir jetzt nicht einfach das umgekehrte Spiel spielen. Und zwar, wenn ich bei den ersten drei Zähnen schaffe, dass das Mund zugeht, kann ich ihr auf TikTok wieder entfolgen. Nein. Nein. Hallo zusammen, geht's bei euch? Ist das der Mann von der SJ-Beratung? Hallo zusammen, geht's bei euch? Hört, lasst mich nie vom Weg abbringen. Ich bin jetzt 8 Kilometer gewalken. Ich bin nie vom Weg abgekommen. Immer schön auf dem Weg geblieben. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Sehr, sehr nice Weisheit und sehr, sehr nice Outfit. Aber ein kurzes Quiz. Was haben ich und der Dude gemeinsam? Ich finde den Schnauz eigentlich noch sympathisch. Sieht gut aus. Nächster. Nächste. Auch Gruppensportarten wie Fußball oder Basketball sind momentan nicht möglich. Man soll aber nicht auf Sport verzichten. Man kann zum Beispiel auf den Vita-Parcours oder Velo fahren. Okay, das war nicht schlecht. Wahrscheinlich würdest du auf dem Vita-Parcours noch den Dude von vorne antreffen. Lass mich nie vom Weg abbringen. Aber jetzt mal Retalk, Digga. Geht ihr amigs auf den Vita-Parcours? Das war's. Ich tue jetzt den Flavio pranken. Du jetzt sein Velo mit einer Flasche austischeln. Mal schauen, ob er es merkt. Oh, mein Velo. Scheiße, es hat nicht funktioniert. Hä? Wo ist das Velo? Wo ist das Velo an? Wo ist das Velo an? Das Velo, wo ist das an? Was? Das Velo? Weiß ja, in Bern. Ja, es ist echt weg, das Velo. Ach, ja, weißt du, wir machen Leute ums Velo so, am Ende vom Tag. Ja, ich habe mitgebracht. In dem Fall. Also easy, schöner Gang. Part 3 on how chocolate milk is made. We gotta come out straight fresh from the chocolate milk machine. Hey, und an der Stelle war es das. Auch wieder komplett gesehen mit dem Video. Ich muss ganz ehrlich sagen, heute war es wirklich eine wilde Folge gewesen. Sehr viel Cringe, gefällt mir. Und wie gesagt, wenn ihr mal eine Nicht-Lachen-Challenge mit Schweizer TikToks gesehen habt, dann wenn ihr auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und... Blümli. In the shallow... I'm on the